30 Minuten mit Vincent Sorg und ich freue mich, dass wir heute hier dann sein dürfen im Prinzipalstudio. Vielen Dank. Wir fangen an, wie immer, mit den ersten Fragen. Alter? 42. 42 Jahre alt. Junger Spund, ja, noch fast. deine Berufsbezeichnung, wie würdest du deinen Beruf bezeichnen? Was mit Musik im weitesten Sinne. Irgendwas mit Musik, ja. Okay. Die erste Single, die du dir gekauft hast? Ich glaube, ich habe mir noch nie eine Single gekauft. Eine LP. LP weiß ich noch, das A Night at the Opera von Queen. Habe ich mir neulich auch gekauft, weil ich gehört habe, dass sie so klasse sein soll und habe reingehört und habe festgestellt, wie viel ich davon schon kenne. Ja. Und wie bombastisch geil das produziert ist. Wahnsinn, ja. Totaler Irrsinn. Also wirklich, da kann man viel lernen. Und das erste Konzert, in dem du gewesen bist? Das war so ein Ableger von Queen, weil Queen waren schon zu dem Zeitpunkt, als ich mich für Konzerte interessierte, nicht mehr auf Tour. Und das war eine Band, die hieß The Cross. Und das war ein Nebenprojekt des Schlagzeugers Roger Taylor. Und die spielten irgendwo in Dortmund, glaube ich. Und da bin ich mit ein paar älteren Jungs hingefahren, die schon einen Führerschein hatten. In der Live-Station wahrscheinlich, ne? Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ja, genau. Und das, weil ich wollte eigentlich unbedingt Queen sehen und war aber leider aufgrund der späten Geburt dann zu spät dran. Wie bei mir bei den Beatles. Ja, genau. Was Sie wenigstens wissen, ist, dass Roger Taylor, glaube ich, die ganzen hohen Stimmen gesungen hat bei den Queen-Chören. Ne? Genau, ja. Das ist ja faszinierend, wenn du das teilweise hörst. Galileo Galileo, das war Roger Taylor, der Schlagzeuger von Queen. Genau, und der hat die ganz hohen Sachen immer singen müssen. Auch live dann, weil das war dann immer sein Part, die ganzen hohen Stimmen zu singen. Ja, und das, wenn man Schlagzeug spielt, also da muss man jetzt auch kein Genie sein, um zu erkennen, dass der Mischer wahrscheinlich einiges zu tun hatte, das irgendwie sauber zu halten. Vermute ich mal, wobei ich glaube, der hat auch nicht so laut gespielt. Vermute ich mal. So wie heutige Schlagzeuger. Die nicht laut spielen heute oder die heute so heute laut spielen? Heute eher lauter spielen. Ja, erstaunlich, weil mir ist es neulich aufgefallen, ich bin jetzt kein sonderlich begabter Schlagzeuger. Das heißt, ich haue immer volle Pulle drauf, weil der Drummer von den Foo Fighters haut ja auch immer volle Pulle drauf. Sieht nur so aus übrigens. Richtig, bin ich auch drauf gekommen, weil Schlagzeug klingt nämlich viel besser, wenn es leise gespielt ist. Ja, in der Mitte. Ich vergleiche das mit einer Gitarrenseite. An der Gitarrenseite, wenn man zu leise zupft, klingt es irgendwie nicht. Und wenn man zu laut zupft, dann macht sie so ein Pioing und das Gleiche passiert eigentlich beim Schlagzeug. Dass irgendwie die Artefakte oder das, was neben dem eigentlichen Ton passiert, ist im Verhältnis dann zum Ton zu laut und genau das richtige Verhältnis. Und das ist beim Schlagzeug, bei der Snare, ich sag mal, die klingt nach Seehund, wenn man zu feste drauf hat, macht sie so ein Oink. Ja. Und deswegen so dieses, was so in den, ich sag mal so vor 15 Jahren war so die Prämisse im Studio, hau so feste drauf, wie du kannst und prügel dein Schlagzeug tot. Und das lässt es eigentlich kürzer und kleiner klingen, als wenn man genau mit der richtigen Intensität anspielt. Ja, weil du kriegst viel mehr Energie zum Beispiel in die Snare rein, wenn du sie ordentlich mischt, anstatt du, du volle Pulle reinwämmst. Und wenn man vor allen Dingen die Becken, das Blech im Allgemeinen nicht zu laut hat, kann man eben die Räume lauter schieben und besser komprimieren und kriegt insgesamt einen druckvolleren Sound hin. Aber leider ist das etwas, was viele Schlagzeuger nicht ausreichend üben. Und wenn man ihnen dann sagt, spiel bitte die Becken leiser, haben sie Probleme mit dem Timing. Mhm. Und das ist nicht immer leicht. Also, ja, vielleicht wissen sie es ja auch nicht, ne? Weil es gibt ja viele Sachen, die einige Leute gar nicht wissen. Also sie hätten es vielleicht geübt, wenn sie es gewusst hätten, dass das besser ist. Ne? Ich meine, wie oft kommen wir ins Studio? Also, heutzutage wahrscheinlich öfter als früher, aber... Ja. Das stimmt. Ne? Aber das ist natürlich, wenn man dann in der Aufnahmesituation ist, dann sich mit sowas auseinanderzusetzen, ist zu spät. Ne? Dann ist das schwierig. Aber ich meine, zum Glück gibt es ja dann hinterher wieder Tipps und Tricks, wie man auch mit solchen Aufnahmen dann irgendwie mixfertig werden kann. Da sind wir schon fast beim Stichwort, wenn wir beim Schlagzeug sind. Mhm. Mischst du mit Samples? Machst du heutzutage? Ja. Hast du früher schon oder hast du ab dem Zeitpunkt, wo es ging? Oder? Ich habe schon, also ich habe hier mein Praktikum gemacht 1993 und damals habe ich mich schon intensiv mit Trigger-Sounds auseinandergesetzt, was damals ein ziemliches Unterfangen war. Archive-Sampler, wie ist das nochmal von Alesis D5, glaube ich, der hatte so einen Trigger-Eingang. Ja. Dann Atari, der über Sync zur Bandmaschine lief und so, ein Riesenunterfangen. Also dann ist Snare zu triggern, war 1 bis 2 Tage Projekt. Weil du ja manuell nach Gehör jeden Snare-Schlag bewerten musst. Das musst du sagen, ist der drauf, ist der zu früh, ist der zu spät? Ja, und dann schieben, wieder zurückspulen, bis der gesungen war und so. Also Riesenunterfangen, aber das habe ich damals schon, hat mich das fasziniert, so eine gewisse Form von Schlagzeugsound, der eben mit nur Mikrofonen etwas schwieriger herzustellen war. Aber führt das dazu, also sagen wir mal heutzutage, führt das dazu, dass du dann heutzutage weniger Aufwand beim Mikrofonieren des Schlagzeugs und beim Aufnehmen des Schlagzeugs nimmst? Oder nimmst du es eher als Ergänzung? Als Ergänzung. Ich gucke immer, dass ich, also im Idealfall kriege ich es ohnehin, aber das geht halt dann auch nur mit Schlagzeugern, die entsprechend kooperativ sind und eben auch dann so spielen, dass es vielleicht spektakulär aussieht, aber gut klingt. Dann die richtige Auswahl an Becken, weil die meisten haben aus Geldgründen kleine, dicke Becken.
Und große, dünne wäre viel schöner, ne, weil die muss man nicht so fester hauen und trotzdem schwingen die dann schöner und sind entsprechend leiser und weicher im Gesamtsound. Und das wäre dann tatsächlich das, wo man dann gucken muss, wie man dann einen guten Drumsound hinkriegt. Aber die Ergänzung mit Samples ist sicherlich das, was auch gang und gäbe ist. Und ich glaube, man muss sich dann auch, wenn es mit den Originalsounds nicht geht, muss man sich jetzt auch nicht kaputt machen. Und man ist deswegen kein schlechter Mensch, wenn man da mal ein paar Samples runterschiebt. Nee, es ist ja eigentlich auch gelernt heutzutage. Ne? Also ich meine, die wenigsten Schlagzeuge klingen heute. Ich habe neulich noch eine Kritik gekriegt, wo einer sagte, das könnte ich überhaupt nicht akzeptieren, dass der Schlagzeugsound von meinem Schlagzeuger, der hat sich ja Gedanken gemacht bei seinem Set, dass der so verändert wird. Aber am Ende des Tages geht es ja nur darum, einen guten Mix hinzukriegen und das Klangergebnis hinzubiegen. Ne? Ganz genau. Also ich denke auch, dass so diese Form von Moral, die dann manchmal bei den Musikern aufkommt. Und das ist auch interessant, wie sich die in den letzten Jahren verschoben hat. Ne? Weil heutzutage ist es relativ akzeptiert, dass Schlagzeug geschnitten wird, dass es editiert wird. Mhm. Also Schlagzeuger kommt ein, spielt und dann ist das mal mehr, mal weniger drauf. Und dann wird das zerschnibbelt und dann mit den verschiedenen Hilfsmittelchen, die man heutzutage in den DAWs hat, wird das dann aufs Raster gerückt. Früher war das einfach so, dass der Schlagzeuger zu Hause geblieben ist und die Studioschlagzeuger haben das gemacht. Also ne, hier der Reinhold Mack, der in den 70ern und frühen 80ern ganz viel auch internationale Sachen und unter anderem eben auch Queen produziert hat, der hat im Interview gemacht, 9 von 10 Trommlern sind auf seinen Produktionen ersetzt worden durch andere Trommler. Das war so die Hochphase von Kurt Kress und solchen Leuten. Ja, genau. Und der sagt dann immer, you wanna have a hit record or you wanna play on that record? Und das ist natürlich gemein, aber weil die Technik damals nicht so weit war, war das die einzige Möglichkeit. Und ein stabiles, gut klingendes Schlagzeug ist nach wie vor ein extrem wichtiger Bestandteil und ein wirklich wichtiges Fundament für einen gut klingenden Mix und gut klingenden Sound. Deswegen, wenn du das Schlagzeug vom Sound her stehen hast, dann kann so viel eigentlich nicht mehr schiefgehen. Ja, aber heutzutage ja unglaublich wenig Blech gemischt wird. Ne? Also man hat den Eindruck, die Bassdrum klingt fast wie eine Snare, also bis auf den Tiefbassanteil. Ja. Und Hi-Hat oder sonstige Becken werden, also dass ich mal wirklich eine straight durchgespielte Hi-Hat noch in der Produktion extrem wahrnehme oder so, den Eindruck habe ich jetzt nicht. Das kommt ein bisschen auf das Genre an. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass es so wann war denn das ungefähr? Ja, ich würde mal sagen, so um die Jahrtausendwende gab es so eine Ästhetik, die extrem durch getriggerte Sounds geprägt war. Und um das einfach so hinzukriegen und nicht durch die Originalsignale zu sehr gestört zu werden, hat man halt Becken extrem leise gemacht. Ne? Da gab es so in der ganzen Metalcore, New Metal-Ecke war das dann sehr populär und da waren wirklich Becken kaum zu hören. Und da im Prinzip hatte man eine programmierte Bassdrum und Snare und das war dann eigentlich so der Drumsound. Ja. Also das hat sich aber auch so ein bisschen wieder versendet und heutzutage ist es eh sehr, ich würde mal sagen, Hybrid würde man das wohl nennen. Man hat viel Echtes, viel dazu Addiertes und so mischt sich das dann im Pop sowieso. Der Pop ist nochmal eine ganz andere Welt, was so die Verschmelzung von echten und nicht echten Instrumenten. Ja, hör dir mal eine Backstreet Boys Produktion an, wie viel Gezissel da unterwegs ist, da sind ja ganze Beat-Programmierer unterwegs, die da irgendwie Wochen darauf verwenden, dass dieser Beat durchzisselt und überall ist immer irgendwie was los, du hast den Eindruck, da sind weniger Klaviere drauf oder Synthesizer als Gezissel irgendwie. Ja, genau, ja. Das stimmt. Apropos Klavier, du kommst ja eigentlich von den Tasten her. Ne? Jetzt sind wir hier im Prinzipalstudio, da ist ja eigentlich eher die härtere Gangart am Start. Ja. Wie ist dein Weg denn vom Klavier quasi zum echoprämierten Hosenmischer-Produzenten gegangen? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich versuche es schnell zusammenzufassen. Mhm. Also ich habe mit 6 Jahren mit dem Klavierunterricht begonnen. Habe mit 14 bei der ersten Band mitgespielt. Das war so eine von der Musikschule organisierte Band, aus der tatsächlich auch dann neben mir noch 2 andere Berufsmusiker hervorgegangen sind. Interessanterweise habe dann irgendwie mit 16, 17 meine erste eigene Band gegründet, aus der auch wieder 2 noch neben mir Berufsmusiker hervorgegangen Welcher sind. Welcher Stil? Das war so Art Rock, so ein bisschen natürlich durch Queen beeinflusst und so. Klar. Und da habe ich im Klavier gespielt und auch gesungen, aber das Singen eher nur aus Ermangelung an, weil sonst keiner singen wollte, weil ich bin wirklich kein Sänger, aber das war einfach so damals. Und dann habe ich angefangen, mich so ein bisschen für Aufnahmen zu interessieren, weil der Gitarrist meiner ersten Band, der hatte so ein Porta 05 Tascam Vierspurgerät und das war natürlich die Einstiegsdroge. Der heilige Gral. Und dann bin ich da halt hingefahren und wir haben dann irgendwie zusammen irgendwie so Mehrspuraufnahmen gebastelt, was natürlich ein Riesenspaß war.
Ich habe immer schon Musik am Computer gemacht. Ich hatte, versucht, Bach-Partituren in mein ZX-Spektrum reinzuhacken mit Piepstönen und so. Ich habe noch einen übrigens. Ja, super. Falls du mal einen brauchst. Dann der nächste Schritt war mit dem Amiga. Da konnte man dann 4, beziehungsweise da gab es einen Soundtracker, der konnte dann 8 Spuren gleichzeitig irgendwie verwurschteln, indem er die zusammengemercht hatte. Und dann natürlich Atari ST, das erste Keyboard, ein Roland D10, mit dem man dann sequenzermäßig arbeiten konnte. Und irgendwann sagte eben der, Stiefvater von dem Gitarristen, der sagt dann, du, in Münster hat ein Studio aufgemacht, die haben so ein Mischpult, da kann man alles automatisch machen irgendwie. Und ich habe natürlich null gecheckt, warum das ging, war ja auch irgendwie, 16, 17 oder so damals. Ja, 17, 18 vielleicht oder so. Habe das aber irgendwie auch nur so als Geblubber, aber der Name Prinzipalstudios hatte sich dann irgendwie bei mir abgespeichert. Und dann irgendwann las ich so, Len Davis, der war damals hier Toningenieur im Studio, von den Prinzipalstudios macht einen Recording-Workshop in Münster im Haberkamp oder so damals. Ne? Und ich dachte, oh, da gehe ich hin. Habe mich da angemeldet, habe mich mit dem Len sehr gut verstanden. Und das war so ein zweitägiger Workshop, wo man alle möglichen, was er so alles gezeigt hat da, wie man so eine Band aufnimmt. Und habe mit ihm vereinbart, ich komme mal hier vorbei und würde mir mal das Studio anschauen. Und dann haben wir uns halt immer gut verstanden und ich bin immer mal wieder vorbeigekommen und habe dann, nachdem ich mit der Schule fertig war, hier ein halbjähriges Praktikum gemacht. Okay. Ja, und dann hatte ich das... Ich war ein Fliegenfänger. Ja, so ungefähr. Dann habe ich hier so ein bisschen Jörg hier, der das Studio gegründet hat und mit dem ich das mittlerweile zusammen betreibe, der hatte mir dann angeboten, ja, komm doch mal hier hin und wir suchen noch jemanden, der so ein bisschen, damals war so Eurodance und diese ganze Nummer eigentlich groß und wir suchen noch jemanden, der so ein bisschen in die Richtung arbeitet und so Programmings macht und so Zeug. Und damit ging das eigentlich erstmal los, dass ich hier so, beschäftigt war ich nicht wirklich, aber ich wurde hier so mit durchgeschleust. Durftest dabei sein. Ich durfte dabei sein, genau. Dann musste ich unglücklicherweise noch einen Zivildienst machen, habe dann noch so 2 Semester Jura studiert, damit die Eltern irgendwie zufrieden sind. Und habe aber in der Zeit immer mehr auch Sachen übernommen. Und mein erstes Banding war eine EP-Aufnahme mit den Donuts, die alte Freunde sind. Wann war das? 97, glaube ich. 97. Ja, über 20 Jahre her. Ja, jetzt 20 Jahre her, genau. 97 habe ich mit den Donuts diese Bandaufnahme gemacht, die für die Donuts, ich will nicht sagen, nicht wegweisend, ist der falsche Begriff, aber die für die so ein nächster Schritt war, woraufhin sie dann einen Plattendeal hatten und mit dem Ding sind sie viel getourt und haben viele Bands kennengelernt und die haben dann das gut gefunden, sind dann wieder hier hingekommen und so habe ich viel aus diesem Genre dann Bands und mit einmal habe ich Bands aufgenommen. So, obwohl aber ich schon Gitarrenbands damals dann. Ja, genau, das war damals so, das war der, das waren dann Gitarrenbands. Ja, und so hat sich das dann irgendwie von da aus weiterentwickelt und das war nie mein Plan, das zu tun. Das Leben ist Plan B, ne? Ja, das Leben ist immer Plan B. So, und jetzt hänge ich da, ne? Und mache das halt. Ja, faszinierend. Und hast jetzt ein Echo-Group, also nicht jetzt gerade, letztes oder vorletztes? Jahr? Ist schon 2 Jahre her. 13, glaube ich, war es. Ist schon wieder länger her. Aber immerhin. Immerhin. Hat ja nicht jeder im Regal stehen, ne? Dann mit den Hosen, ne? Genau, das war im Prinzip für Tage wie diese, ne? Für die Produktion. Ja. Glückwunsch. Ja, danke. Ja, kann man mal so stehen lassen. Ich sehe, du arbeitest mit Nuendo, ne? Genau. Jetzt bin ich völlig unbedarft, was Nuendo angeht. Ja. Ich kenne zwar Cubase aus den Steinberg-Zeiten, habe neulich noch eine Band gefunden, wo der Charlie Steinberg angefangen hat. Ja. Törner Stier-Crew. Ja, natürlich. Törner Stier-Crew. Mit so einem Bart noch am Keyboard. Ja. Und also habe aber die Verbindung nicht hingekriegt. Wo ist der Unterschied zwischen Cubase und Nuendo? Ist kein so ein großer. Also vom Marketing her ist Nuendo eigentlich für die Filmleute gedacht, für Nachvertonung und Filmbearbeitung. Und Cubase ist das Pendant, was für Musikproduktion sein soll. Und die Steinberg-Leute sagen auch immer, ja, nimm noch mal Cubase. Es ist aber so, dass es ein paar Funktionen gibt, die sind eigentlich zu, sag ich mal, 99% deckungsgleich, die Programme. Mhm. Aber es gibt ein paar Sachen, die in Nuendo etwas für mich günstiger gelöst sind und deswegen bleibe ich dabei. Irgendwie hat aber jetzt, ist wahrscheinlich für nicht alle Leute wirklich wichtig. Hat das denn eine MIDI-Implementation? Ja, ist genau das. Also, Nuendo hat alles, was Cubase hat, plus noch ein paar Sachen. Okay. So, insofern ist das alles deckungsgleich. Ja. Nur die Versionen wandern immer so ein bisschen hin und her. Jetzt ist gerade Cubase so ein bisschen wieder, die haben eine neue Version rausgebracht und die neue Nuendo-Version kommt jetzt in den nächsten 1-2 Monaten, denke ich. Ne? Ja. Aber du warst früher mal Logic-Jünger. Ihr habt vorher mit Pro Tools habt ihr aber nie gearbeitet. Nee, Pro Tools nicht. Genau, wir hatten im Prinzip der technische Werdegang war so Bandmaschine, 2 Zoll Studer, so richtig schönes Klassik, Ding, Klassiker.
Dann ergänzt durch DA88, das waren diese videokassettenbetriebenen Achtspurgeräte, da populär war auch ADAT zu der Zeit und das war das Pendant von Tascam. Der nächste Schritt war dann ein Computer, das war eben Logic mit einer Audiowerk 8 war der nächste Schritt. Die hatte 2 Ein- und 8 Ausgänge. Interessant, ne? Heute wäre es genau umgekehrt. Genau, weil damals war es so, man stückelt Sachen ein bisschen rüber und legt die dann aufs Pult zum Mischen. Ja. Das war so, wie das damals war. Dann der nächste Schritt war Moto 2408. Kennst du auch noch? Hab ich auch noch. Genau, das war das erste System, was bezahlbar war und was eben 24 rein und raus, Kanäle rein und raus konnte. Und da war aber, das war so, ich weiß, 1998 haben wir im Prinzip aufgehört, die Bandmaschine zu benutzen. Also auch schon sehr früh. Sehr früh, tatsächlich. Und da haben wir angefangen, dann die Produktion rein im Rechner, aber den natürlich nur als Bandmaschine benutzt und so ein bisschen als Edit-Maschine. Ja, wurde noch gar nicht gemischt. Damals waren Plugins auch noch unbekannt. Ich weiß noch, das erste Plugin, da musste ich echt im Laden anrufen und fragen, was ich damit machen soll. weil diese ganze, diese Philosophie, dass man eine externe Anbieter hat für Algorithmen, die man dann in einem Kanalzug benutzt, das war neu damals. Ja. Und es gab auch die Rechenpower noch nicht dafür. Und die Rechenpower gab es natürlich auch, wenn man jetzt überlegt, auf was für Rechner wir hier ganze Produktion gefahren haben, das ist absurd eigentlich. Ne? Ja. Und dann der erste Mix in the Box war 2005. Das war aus der Not heraus geboren, weil wir sollten einen 5.1 Mix machen für eine Live-Platte. Ich glaube, das war eine In Extremo Live-DVD. Mhm. Und Surround war halt mit der SSL, die wir damals hier hatten, nicht möglich, weil das war eine reine Quadro-Konsole. Mhm. Und das Routing wäre ein ziemlicher Albtraum gewesen und du konntest den Center nicht ansprechen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ach, ich probiere es jetzt einfach mal. Und nach so ein bisschen Startschwierigkeiten ging das dann auch tatsächlich. Und irgendwie wurden dann die Algorithmen besser, die Plugins wurden besser, die klangliche Bearbeitung und der Bedarf, die Rechner wurden stärker und der Bedarf der Leute, Total Recall nutzen zu wollen, wuchs und wuchs. Ja. Und seitdem ist alles in the box. Wir haben eine Zeit lang dann noch so ein bisschen Hybrid gefahren, einen Teil im Rechner vorbereitet, dann aufs Pult gelegt, da gemischt, einen zweiten Rechner gehabt mit einer Mastering-Kette, das war ein paar Jahre mal unser Ding hier und mittlerweile ist es aber auch alles im Rechner und das wird auch das sein, wie es in den nächsten Jahren laufen wird. Das heißt, die SSL wurde dann irgendwann zu einer überteuerten Tastaturablage ganz quasi? Genau. Ja. Also wir haben eine Zeit lang haben wir noch die Preamps benutzt. Das heißt, wir haben Mikrofone auf die Preamps gesteckt, sind dann direkt aus dem Insert-Out, um also alle Knöpfe zu umgehen. Ja. alle Fader vor allem, die nicht mehr gehen oder knistern. Ja, ey, das ist halt, auch das ist, du, viele Leute beobachten oder gucken auf analoge Technik und sehen diesen romantischen Faktor, dass alles besser klingt, aber was sie nicht sehen ist, dass du dir die eine oder andere Aufnahme versaust, weil irgendwo ein Kanal ausfällt und du merkst es nicht sofort und beim Mischen denkst du, scheiße, Tom ausgefallen, habe ich nicht gehört. Ja. Das sind tatsächlich so die Sachen, die dann immer romantisiert werden, die aber echt nicht romantisch sind, wenn die Aufnahmen kaputt gehen, weil irgendwie die Technik versagt. Nein, das war natürlich überhaupt nicht romantisch. Ja, also der Schnittmeister, der früher 2-Zoll-Bänder schneiden musste, um irgendwie, wenn du dir, wie heißt der denn noch, A Day in the Life von den Beatles anhörst, wo zwei komplett verschiedene Songs zusammengebaut werden mussten. Ich möchte nicht wissen, wie viele Versuche der hatte, bis er das wirklich hingekriegt hat da an der Stelle. Die Leute gesagt, ja, der hat einen Schnitt gesetzt und dann hat das geklappt, ja von wegen. Nee, das war garantiert nicht ein Schnitt. Nee, eben. Also das ist auch dieses, komm, wir machen mal einen Rückwärtszahl da drauf. Da lag für 2 Stunden das Studio lahm. Und wenn du Pech hattest, hast du dir die ganzen Drumspuren durchgelöscht. Ne? Also ja, plus ich erinnere mich noch, dass ihr hier einen riesen Raum mit Technik und Steuerungszeugs hatte, der einen immensen Krach gemacht hat. Ja. Diese Lüfter, die waren immer, die liefen 2 Wochen leise und dann 2-3 Jahre laut. Und das ist wirklich, das ist so ein kühlschrankgroßes Ding. Und da war ein Computer drin, der wahrscheinlich die Rechenleistung eines Nokia-Telefones hatte, der halt für Automation und so ein bisschen so Bandmaschinensteuerung zuständig war. Ja. Und ja, es war tatsächlich so. Wir haben am Ende war das nur noch Bildschirmablage und Tastaturablage, die aber dann trotzdem 2000 Euro Strom im Jahr gebraucht hat. Und da denkst du natürlich auch irgendwann, das ergibt doch alles keinen Sinn. Und jetzt haben wir uns dann davon getrennt und haben dann uns im Prinzip einen Controller selber gebastelt. Ja, der so für unseren Arbeitsfluss genau richtig ist. Ne? Ja. 32 Fader, dass man direkt auf die DAW greifen kann. Als Mikrofonvorverstärker haben wir RME Mixes, die fernsteuerbar sind, die für unsere Zwecke völlig gut sind. Und deswegen, seitdem wir weniger Technik haben, können wir hier mehr Musik machen. Das ist echt so. Jetzt kommen wir ja vom Heimstudio. Also ich komme ja vom Heimstudio. Das heißt, im Prinzip müsste ich ja jetzt sagen, läuft alles in the box. Natürlich Riesenkonsole, auf der man wirklich komfortabel wahrscheinlich arbeiten kann, wenn man daran gewöhnt ist. Ja, habt ihr euch auch handgerecht hier gemacht. Aber
dann gibt es ja doch ein Pro für das große Studio. Also es, ihr hättet ja jetzt auch hier diesen Raum oder die ganzen Räume jetzt in 4 kleine Studios machen können. Es gibt dann ja schon ein Pro, ne? Ja, also der, das stimmt. Das ist eine gute Frage, ne? Warum kommen jetzt Leute hier hin? Das ist, glaube ich, in unserem Falle, das ist es das Gesamtpaket. Also es ist die Leute, also ich glaube, in erster Linie buchen die Leute eigentlich gar nicht so sehr Studio, sondern in unserem Falle ist das so, dass sie diese Dienstleistung des Beraters buchen. Also das würde man gemeinhin vielleicht als Produzent bezeichnen. Also was meistens passiert ist, die Bands kommen und sagen, ja, wir haben hier eine musikalische Idee oder wir wollen musikalisch irgendwie uns in eine bestimmte Richtung weiterentwickeln, kommen aber alleine da nicht weiter und brauchen Hilfe, um den nächsten Schritt irgendwie gehen zu können, weil es irgendwie klemmt. Dann hat das manchmal mit Strukturen innerhalb der Band zu tun, dass sich zwei Bandmitglieder nicht ganz grün sind oder grundsätzlich unterschiedliche Ansichten haben, was musikalisch richtig ist. Oder eine andere Prägung einfach. Und eine andere musikalische Prägung, genau. Und das ist eigentlich das, was die meisten Leute dann hier so wollen, wenn sie hinkommen, dass sie sagen, wir wollen gerne, dass einer so ein bisschen als Vermittler, Supervisor, wie auch immer man das nennen will, oder in dem Fall wäre das halt eine klassische Produzententätigkeit, dass man da irgendwie weiterkommt. Und dann ist der ganze technische Anhang, den man da so hat, der ist nicht mehr wichtig. Also früher war das, als ich hier Praktikant war, hat jeden Tag einer angerufen und hat gefragt, was haben wir hier für Technik, was habt ihr für große Lautsprecher, welche Mikros, was ist eine Bandmaschine und so weiter und so weiter. Ne? Das wurde alles abgefragt und das hat alles aufgehört und jetzt geht es wirklich nur noch, was habt ihr für Platten gemacht und was sind die Referenzen? Ja, und das darum, ist deutlich entscheidender, ja. Genau, und darum geht das eigentlich nur noch. Das heißt aber, du bist ja dann quasi in Personalunion Recording-Ingenieur, Mix-Ingenieur, Produzent und noch für die guten Launen hier bei euch am Hof mit zuständig. Ja, sozusagen. Das heißt also, normalerweise sind die Berufsfelder ja getrennt irgendwie, aber du machst alles irgendwie. Ja, auch nicht irgendwie, sondern du machst alles. Ja, das stimmt. Früher war das mal getrennt, aber ist eigentlich schon seit langer Zeit einfach auch aus Geldgründen nicht mehr getrennt. Also weil, was vielleicht noch so abgekoppelt wird, ist manchmal so Mix und Mastering wird schon nochmal abgekoppelt. Und bei den internationalen Sachen ist das schon noch, die können sich das noch leisten, das zu trennen. Aber im Grunde genommen jetzt in Deutschland ist das schon meistens sehr verschmolzen, dass man sagt, da ist einer, der den Prozess von vorne bis hinten irgendwie begleitet. Wo man ja normalerweise sagt, es ist immer gut für den Song, wenn nochmal ein frisches Paar Ohren mastert. Also ja, jemand, der nicht den Blick schon so lange drauf hat auf dem Gerät. Das stimmt natürlich. Also das theoretisch ja. Auf der anderen Seite, ich habe ja mit dem Mastern auch nur angefangen, weil ich immer maßlos enttäuscht war. Oh, ja, gut. Ne? Nichts, das was rausgekommen genau, ist. Genau, das ist aber, das muss man ein bisschen dann erklären, das ist auch ein bisschen aus der Historie begründet. Also es gab so Ende der 90er, 98 müsste das gewesen sein, da kamen halt so die ersten lauten Mixe auf. Ja, also das war, meiner Erinnerung nach, war das Kid Rock mit diesem komischen Tava, war die da war, keine Ahnung, so, und halt Limp Bizkit mit Nuki und so, das war diese Ära und so, wo man hier, wir kriegten diese CDs, legten die ein und wir haben wie ein Schwein ins Uhrwerk geschaut und haben gedacht, was ist, wie geht denn das? Ja, das war laut, das war, nach heutigen Maßstäben war das natürlich noch nicht wirklich laut, aber es war so, wie kriegen die diese Dichte und diese Energie in so einen Mix da rein? Ne? Ja, und dann machte es so die Runde, ja, das ist die Frage des Masterings, wie man da limitiert und komprimiert und so. Ja gut, dann sind wir halt zu den diversen etablierten Mastering-Studios irgendwie gegangen, die es in Deutschland so gab und haben dann gesagt, ja, hier, hör mal hier, das muss so wie das und das. Und dann sagten die, wie wer? Und da war schon klar, okay, das wird nicht klappen. Ja, weil die diese Sachen einfach gar nicht kannten, weil für die war Mastern eher ein technischer Prozess, das saubere Übertragen von Medium A nach Medium B. Wo es ja auch herkommt. Wo es auch herkommt, genau. Und diese Art der Bearbeitung, was in den USA dann gerade so richtig populär wurde und richtig, wo die auch richtig gut waren dann, das war halt hier dann noch nicht. Dann gab es den zweiten Versuch, ja, lass doch die Sachen nach Amerika schicken und da mastern. Und da kam auch immer nur Murks zurück. Ja. So, und jetzt, das mag zum Teil daran gelegen haben, dass sie gesagt haben, ja, hier, ausländische Kunden, scheiß drauf. Aber natürlich zum überwiegenden Teil lag es auch daran, dass die Mixer einfach nicht das hergegeben haben. Und man hat einfach zu viel dem Mastering zugeschrieben, wo man dachte, das wird es schon richten. Ja. Und das ist es einfach auch nicht so. Sondern die Mixe müssen dementsprechend auch schon so sein, dass ein Mastering dann wirklich auch nur noch so ein bisschen glatt zieht hinterher. Ja. Ja. Und das ist eine Erkenntnis, die natürlich dann auch später Lernprozess, ne? War ein Lernprozess. Ja. So. Ja. Und dieser ganze Loudness-Krieg, wie es ja dann später hieß,
das hat sich auch alles irgendwie vor 10 Jahren eigentlich erledigt. Seit 10 Jahren tut sich das nicht mehr viel. Es gibt immer mal Ausreißer, die wieder noch mal lauter sind, aber im Grunde genommen ist das da, wo es ist. Interessanter Aspekt übrigens ist, es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, ja, muss denn das so laut sein? Und technisch gesehen haben die natürlich recht, ja, es wäre schöner, wenn es nicht so laut wäre. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, wenn ich es leise mache, habe ich keine Kunden mehr. Punkt. Ja, aber es ist ja schon so, dass die Radiosender, sagen wir mal, übers Airplay, die haben ja nochmal ihre eigenen Limiter, die schießen ja sowieso nochmal komplett gegen die Wand. Das Zeug, ist richtig, ne? Ja, aber das ist natürlich für das meiste, was wir so tun, eh nicht relevant. Ja. Also bis auf ein paar Ausnahmen ist ja, die Musik, die Tonosen wir machen, ist ja wahrscheinlich die Ausnahme. Ist die Ausnahme, ja. Genau. Und da die da sowieso nochmal drüber bügeln und man eh nicht so genau weiß, was die da alles noch tun. Na, aber es geht ja darum, die Bands kriegen ja einen Mix, gehen dann nach Hause und vergleichen das mit Platte XY. Und wenn das dann leiser ist, dann rufen die an und sagen, ja, ich habe es verglichen, gefällt mir, aber ist noch ein bisschen leiser als das und das. Mhm. Kannst du da nochmal drehen? Ja. So, und insofern, es sind gar nicht die, die es machen, immer, die das lauter drücken, sondern es sind eigentlich die Bands, die dann in der Regel die dann vergleichen und sagen, wie gesagt, es gab so ein bisschen so ein Bewusstsein, dass es nicht immer auch total auf Kante gedrückt werden muss. Aber im Grunde genommen ist auch das, was ich von Kollegen höre. Also, dass irgendein Kunde käme und sagen würde, mach mal leiser. Jawohl, heutzutage, also ja. Wie ist es denn dann in Zeiten von, nennen wir es mal Neo-Vinyl? Das heißt, ihr habt ja jetzt lange in Richtung digital gemischt. Ja. Das heißt, du konntest den Bass so fett und so dick machen, wie du lustig bist. Ja. Wenn du jetzt heutzutage wieder eine Plattenpressung hättest, würde dir ja beim Schneiden wahrscheinlich, oh gut, das wird heutzutage gepresst, aber die Nadel würde ja aus der Platte rausspringen. Ja, wenn du das machst, das ne? Stimmt, aber auch da, also das Presswerk, mit dem ich am meisten zu tun habe, ist optimal und die Leute machen das echt super. Weil ich habe mit dem dann einfach mal vereinbart, weil für Vinyl ist es tatsächlich eigentlich auch relativ egal, weil das sind analoge Systeme, da ist die Vergleichbarkeit eh so nicht wirklich gegeben. Ja. Ja. Und mit dem habe ich vereinbart, mach einfach ein dB leiser und dafür lass es gut klingen. Ja, ja. So. Sehr interessant auf jeden Fall. Ja. Ja. Das funktioniert auch gut. Ja, ja. Und wenn ihr jetzt hier so viel harten Rock aufnehmt, ich sehe hier einen Camper stehen und einen Sans-Amp, aber echte Verstärker stellt ihr schon noch auf. Ne? Ja, bringen die Bands ja dann immer mit. Also ich mache gerne beides. Also meistens haben die Bands so ihren Grundsound an Verstärkern, den sie gerne mitbringen und wo wir auch hier immer so ein bisschen drauf spezialisiert sind, dass man eben guckt, wie Gitarren abgenommen werden und wie das gut klingt. Der Camper ist allerdings eine super Ergänzung, weil man natürlich einfach Zugriff auf ganz viele Sounds hat. Wenn man sagt, ich brauche doch mal irgendwie so einen Exoten oder jetzt einen Jazz-Chorus, den ich gerade nicht da habe. Und der ist schon so dicht dran, dass das nicht nur ein Ersatz ist, sondern wirklich auch eine echte Ergänzung dann im Produktionsfluss ist. Also es ist im Spiel ein kleines bisschen Unterschied, aber letztendlich ist es einfach nicht. Genau, aber die Frage ist halt, und das ist immer, bin da mit dem Christoph Kemper auch immer in Kontakt irgendwie und er sagt auch, ist es jetzt schlechter oder anders? Und da hat er leider, also was heißt leider, er hat dann einfach auch recht. Ja, also auch zwei Amps sind irgendwie unterschiedlich. Ja. Und mit zwei identische, was weiß ich, JCM 800. Und da würde man sagen, ja stimmt, der ist ein bisschen matter, der ist ein bisschen direkter, der hat ein bisschen mehr Punch und so. Ne? Und ich finde dann irgendwie, naja, ich bin auch kein Gitarrist, aber wie gesagt, für mich als Werkzeug Gold wert, das Ding. Ja, also normalerweise, ich glaube nicht, dass einer vor dem Lautsprecher hört, ob das ein Kemper ist oder ob das ein original Marshall ist. Oder so. Glaube ich auch nicht. Also wenn es einer hört, okay, aber einer von einer Million ist dann einer von 80 Millionen. Nee, vor allem das, also der Kemper selber kann ja auch sehr unterschiedlich klingen und dann ist es auch wirklich, glaube ich, schwierig, das so zu sagen. Aber es ist natürlich auch, Gitarristen sind eher auch tendenziell Leute, die, ich will nicht sagen, rückwärtsgewandte Menschen sind, aber die Vorsicht. Die auch ihr Gebamsel lieben, weißt du, diese ganzen Fußtreten und Kabel, die knacken und knistern und so, das ist halt. Aber es ist im weitesten Sinne vergleichbar, jetzt kommst du von den Tasten, ne? Und sagst, da bin ich ja jetzt nicht so nah dran, bist aber eigentlich doch, weil für mich der Unterschied, Kemper zu spielen gegen einen echten Amp, ich habe mir dann nach Jahren wieder mal einen echten kleinen Boogie gekauft und festgestellt, das habe ich vermisst. Ja. Das ist, glaube ich, so, ob du einen Steinway am Master Keyboard spielst oder ob du wirklich dran sitzt. Ja, und das kann sein. Feedback vom Instrument, weißt du? Ja, das stimmt. Wobei ich finde, dass natürlich der Amp und ein echtes Instrument, das sind dann nochmal, der Unterschied ist nicht ganz der gleiche, finde ich. Mhm. Ne, weil du spielst ja durch die Gitarre und das Signal kommt hinterher aus dem Lautsprecher. So. Ja. Und der Lautsprecher ist ein anderer, okay, das gebe ich zu. Aber bei einem Klavier, wo sozusagen die Klangerzeugung dann direkt in dem Instrument stattfindet, das ist schon anders, finde ich. Aber ich weiß schon, was du meinst und deswegen
Also das ist ja auch der Grund, warum ich sage, pass auf, ich mache das ja auch nach wie vor mit Lautsprechern und Mikrofonen und dem Ganzen. Habe auch mich mal sehr lange mit dem Thema, welcher Lautsprecher an welchem Gehäuse, mit welchem Mikrofon, an welcher Position auseinandergesetzt und habe wirklich alles, was man machen kann, mal probiert, 2 Tage lang. Ja. Hatte ich einen Bekannten da, der auch Bock da drauf hatte und da haben wir 2 Tage Lautsprecher ein- und ausgelötet, Mikrofone positioniert und alles, wirklich alles getestet. Und um auch mal diese ganzen Mythen zu entlarven, die es da so gibt mit Off-Axis und diesem ganzen Vierlefanz, ne, was man da also so macht. Also ich höre, bei euch ist wenig Voodoo am Start. Ja, sehr wenig. Weil letztendlich, wenn du sagst, hier kein Fancy, hier gibt es auch kein Mega-Outboard, was ich hier sehe. Noch nicht mal ein 1176 in Original, der hier rumstehen müsste. Noch im Lager Optik. Steht noch. Das ist, da liegt er ja gut. Ja. Aber das heißt, ihr habt auch diese Mikrofon- Legenden, die man haben muss als Studio und vor allem als großes Studio, wahrscheinlich jetzt nicht in der Zahl vorliegen, wie sie im Abbey Road liegen. Nee, gar nicht. Wir haben einen soliden, sag ich mal, Satz an Mikrofonen, auch so die Standards, die man so hat als Studio, aber wir sind jetzt keine Antiquitätenjäger. Ja, also ich bin auch da, also für unseren Anwendungsfall, natürlich hatten wir immer mal wieder so Dinger hier, also diese alten Neumann-Schätzchen und so weiter und das ist für das, was wir hier treiben, auch gar nicht so mega sinnvoll. Die verzerren relativ schnell, wenn da einer reinbrüllt. Ja, dann musst du mit viel Abstand aufnehmen, dann hast du wieder viel Raum. Das ist auch das, was viele nicht wissen, dass die auch nicht pegelfest sind, die Dinger. Und die brüllst du halt auch schnell in die Zerrung. Ist halt ein Röhrenmikrofon. Ne? Genau, und aber auch nicht für diese hohen Schalldrücke ausgelegt. Nee. Oder das ging halt damals vielleicht auch nicht. Ne? Und insofern sind wir da auch jetzt nicht so die absoluten Sammler. Es gibt tolle Mikrofone und es ist aber auch so, dass ich natürlich denke, wow, will ich mir jetzt ein Mikro für 10.000, 15.000 Euro kaufen und gucke auf die Produktionsbudgets, die heute so da sind, dann sage ich, das passt nicht zusammen. Also muss ja auch irgendwie gucken, wir sind ja nun so, dass wir auch davon leben, das ist ja unser Beruf und es ist nicht nur Liebhaberei. Mhm. Und da muss natürlich auch sozusagen Budget und das, was man investiert, dann irgendwie auch zusammenpassen. Ja, aber würde das dann auch rechtfertigen? Jetzt haben sie das U47 Fett, haben sie ja neu aufgelegt, kostet 4.500, vielleicht 5.000 Euro oder 3.500, das ist auf jeden Fall unglaublich viel Geld. Ja. Sagen dann alle, ja, die Legende vor der Bassdrum. Aber ganz ehrlich, ist der Unterschied so groß? Nee, ich hab's. Wenn ich ein U87 daneben stelle, was ich mir auch für deutlich günstiger kaufen kann. Ja, also ich hab tatsächlich jetzt mit dem U47 Fett mal wieder aufgenommen. Das ist ein schönes Mikro. Ich habe das dann irgendwie tatsächlich vor Gitarre benutzt und eben auch Bassdrum. Und Gesang habe ich auch damit mal probiert. So. Weil wir waren jetzt im Sommer in einem Studio in London und die hatten halt auch wieder einen schönen Mikroschrank und habe ich natürlich alles wieder mal ausprobiert. Ja, unter anderem auch dieses Sony-Ding, dieses komische Gesangsmikro. Dieses mit dem fetten Transistor. Mit dem Kühlkörper da drin. Ja. War aber nicht zu gebrauchen für. Also das ist mit sicher ein tolles Mikro, aber für jetzt, in dem Fall war es halt Campinos Stimme, ne, war das nicht, war viel zu spitz, viel zu hell. Ja. Aber nicht, nimmt ihr denn mit einem Großmembran überhaupt auf? Wir nehmen mit einem Großmembran auf, ja. Ich habe jetzt die aktuelle Platte tatsächlich mit einem Slate VMR gemacht. Und? Das war super. Also ich finde das gut, das Ding. Nutzt du denn dann die Charakteristiken von den unterschiedlichen Mikrofonen? Und ja, ich habe so 2, die jetzt bei ihm gut gepasst haben. Ist also für die leisen Sachen komisch. Also interessanterweise, für die leisen Passagen ist es dann eher eben, ich komme mal mit den Nummern durcheinander, U49 oder U47, das klassische Gesangsmikro. U47, ne? Ja. Was eher ein bisschen muffiger und mittiger ist. Da klangen komischerweise die leisen Sachen irgendwie besser drüber. Und bei den Lauten ist dann dieses Telefunken, was 251 oder so heißt das, glaube ich. Ja, das und mit den beiden. Und dann noch ab und zu, manche Songs haben besser geklungen mit dem U67. Und ich hatte auch Stücke, da musste ich dann im Song wechseln. Weil einfach die Charakteristik dann, wenn er tief singt, ist es eher ein bisschen muffig gewesen. Wenn er hoch singt, wird es brillanter und so. Und dann habe ich halt die Charakteristik auch wieder gewechselt. Aber dann ist es doch eher ein Equalizer, als dass es ein... Ich stelle mir immer die Frage, ob das einfach nur ein spezielles Equalizing ist oder ob das irgendwie... Ja, ist es... Wie das funktioniert? Wahrscheinlich ist es schon auch, was von dem, wie man es wahrnimmt vom Ohr, ein Equalizing. Aber zumindest werben sie damit, dass es natürlich auch noch eine Form von Zerrung, von harmonischer Verzerrung und Kompression irgendwie mit reinbringt. Mhm. Das ist auch tatsächlich so. Man muss schon ein bisschen aufpassen, mit wie viel Pegel man in dieses Plugin geht. Okay. Also die empfehlen minus 12 dB als so Basispegel. Mhm. Und das stimmt auch, sobald man damit mehr reingeht, dann hört man auch so, dass es so ein bisschen knuspert und zerrig wird. So, okay. Und das kann man nutzen, wenn man möchte, aber in der Regel möchte man das ja erstmal nicht, wenn man es nicht für irgendwas einsetzen möchte. Und insofern passiert schon ein bisschen mehr als EQ, aber irgendwie passiert, ich sag mal, die Art von EQ, die da passiert, ist auf jeden Fall ganz schön. Ne? Und ich würde sagen, man kann es vielleicht auch mit einem EQ nachbasteln, aber wenn man so weiß, okay, ich habe diese Charaktere. Aber wichtig ist ja, was hinten rauskommt. Ganz genau. Am Ende des Tages, ne? Ja. Von daher, bevor du dir die ganze Batterie an Mikrofonen zurechtlegen musst,
Ja, ja, dann das lieber kommt, so, ne? Genau, aber wir waren auch da mal sehr pragmatisch und haben, ich habe sonst die letzten 10 Jahre das meiste an Gesang mit einem Rode NTK aufgenommen. Das ist ein 500-Euro-Mikro, ja, Röhrenmikro. Ja. Ja. Und das ist im Shootout hat das immer gewonnen. Ne, also wir haben auch hier Brauner und auch U87 und was weiß ich nicht, alles rumfliegen. Ja. Und dann habe ich immer geguckt, okay, diese eher ratzbelegen und rauen Stimmen, mit denen ich hier meistens zu tun habe, wie kriege ich die am schönsten Mix? Und da war dann irgendwie jetzt lange Jahre das NTK mein Favorit. Und das ist so ein Mikro, das kostet weniger als die Spinne bei einem Neumann-Mikro. Ne? Ja, also deswegen, ich kann auch nur empfehlen, immer im Blindtest hören. Und dann eine Entscheidung fällen und das, was da rauskommt, nehmen. Weil man lässt sich doch zu sehr dann auch von Namen und Erwartungshaltung irgendwie beeinflussen, wenn man solche Sachen macht. Und wenn man es einfach mal dann testet, dann ist man erstaunt, was dann am Ende des Tages rauskommt. Das heißt, bei dir an der Snare oder am Gitarrenverstärker steht natürlich auch ein SM57. Ja, tatsächlich. Wobei ich habe entweder ein Beta 57 oder ein Audix i5 heißt das, glaube ich. Das sieht so ein bisschen aus wie ein 57er. Aber auch nur aus dem Grunde, nicht weil das 57er schlecht wäre, sondern nur weil das Beta 57 noch ein bisschen weniger Hi-Hat mitnimmt. Ah, okay. Ja, so, weil die dreschen bei mir immer die Hi-Hat. Damit ich davon etwas weniger habe, nehme ich dann Beta 57. Ja, den Wechsel habe ich auch gemacht. Ich habe auch ein Beta 57 an das Nest. Ja, genau. Ist jetzt aber vom Sound nicht spektakulär anders. Nee, tatsächlich. Ja. Vincent, vielen Dank. Letzte Frage abschließend noch. 3 Plugins für die einsame Insel. Naja, ein EQ. Ich glaube, mein Brot- und Butter-EQ ist im Moment der Fabfilter Q2. Mhm. Ja, der kann ja quasi auch alles. Der kann alles. Ja. Der kann MS, Match-EQ, weiß der Teufel was. Ja, ist wirklich ein tolles Ding. Ja. Dann Kompressor bräuchte man schon einen. Eigentlich ein 1176. Und wahrscheinlich der Blackie von der CLA Waves Collection da. Okay. Würde ich sagen. Wobei ich habe 1176 benutze ich so viele verschiedene, die alle ihren Charakter haben. Ja. Das ist schwierig, aber wahrscheinlich würde ich den nehmen. Und was braucht man sonst noch? Ach, eigentlich reicht das. Bisschen Hall, bisschen Delay. Ja, wahrscheinlich würde ich einen Altiverb nehmen. Gar nicht so sehr, weil ich das für das beste Hallgerät halten würde, aber einfach, weil da alles drin ist. Ja. Ja, ja, okay. Das genau. Also Standardausstattung. EQ, ja. Kompressor und ein Hallgerät. Ich danke dir für die Zeit. Gerne. Hoffentlich bis bald mal wieder. Ja. Tschüss.